Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video zeige ich euch ganz einfach, wie ihr die notwendigen Android Developer Tools ADB auf äh, eurem Mac installiert, damit ihr euch Linux OS auch selbst aufs Handy spielen könnt. Dazu habe ich ein äh, mac OS, äh, was sonst nichts Besonderes drauf hat. Ähm, und am einfachsten geht es installieren über einen Paketmanager, der heißt Homebrew. Und ähm, den würde ich euch kurz mal zeigen. Das heißt, ihr geht auf brew.sh. Dann erhaltet ihr eben die Webseite. Parallel dazu öffnet ihr euch ein Terminalfenster. Dazu geht ihr einfach auf die Suche in macOS und tippt ein Terminal kommen dann so ein Fenster und jetzt kopieren wir einfach den Befehl, der hier ist, ähm, mit dem Häkchen hier und setzen den ins Terminal ein. Dann müsst ihr einmal euer Passwort eingeben und ähm, dann noch einmal Enter drücken oder Return, damit es losgeht. Und es dauert jetzt ein bisschen, weil unter macOS äh, wird viel installiert. Ich äh, habe auch parallel eine Anleitung für Linux gemacht. Äh, auf Linux geht es wesentlich schneller. Soll uns aber nicht abhalten. Und sobald eben dieses Homebrew Tool, dieser Paketmanager installiert ist, können wir dann auch ganz schnell die Android Developer Tools installieren. Ähm, ja, ähm, generell könnt ihr natürlich auch äh, euch, wenn ihr den Paketmanager nicht installieren möchtet, dann ähm, darüber informieren, wie ihr die äh, notwendigen Tools manuell installiert. So, jetzt ist äh, Homebrew installiert und wir können weitermachen. Äh, ich würde es einfach mal so machen: Ich mache das Fenster mal ein bisschen größer und versuche hier auch mal die Schrift ein bisschen größer zu machen. So. Gut, und dann findet ihr den Befehl, den befindet ihr auch in der Videobeschreibung. Der heißt einfach. Fehle mal kurz Brew Install-Cask, minus minus android minus platform Tools und dann einfach Enter drücken. Ähm, dann werden jetzt die entsprechenden Dateien heruntergeladen. Und ähm, sobald eben das äh, installiert ist, seid ihr ja eigentlich auch schon fertig und können dann im nächsten Video. Äh, wo ich zeige, wie ihr dann äh, das Linux OS eben runterladet, wie ihr das, wie ihr durch die Schritt für Schritt durch die ähm, durch die Installationsanleitung geht, äh, was auf dem Handy passiert, welche Tasten ihr drücken müsst, äh, etc. Habe ich ganz ausführlich gemacht. Jetzt warten wir noch kurz, bis das heruntergeladen ist. Ähm, ihr müsst aber eigentlich gar nichts mehr tun. Ähm, mit dem Runterladen ist die Installation dann auch schon Beendet. So, jetzt ist die Installation äh, abgeschlossen. Ihr könnt es einmal zur Kontrolle eingeben: ADB. Das ist äh, der Befehl, den ihr auch später braucht. Und dann seht ihr, da kommt was zurück: keine Fehlermeldung. Und äh, ja, viel Spaß beim nächsten Video. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis bald.